Hallo und herzlich willkommen zurück bei Euro Truck Simulator. Mein Name ist Cashew oder auch Isa, wie ihr wollt, wie es für euch erstmal noch besser ist. Irgendwann wird sie das schon eingestellt haben. So, ich bin wie gesagt in Luxemburg. Jetzt lasst mich mal raus hier. Brems. So, ich bin ja nach Luxemburg gefahren, weil ich ja, mehr oder weniger mein Truck kaputt gefahren hat. Das Ganze war dann doch ein bisschen teurer, weil ich noch einen Unfall hatte in der Nacht. Mein Motor ist dann zwischendrin noch ausgegangen, also das war dann nicht mehr nur Kikifax, sondern hat mich dann 14.000 Euro gekostet. Nichtsdestotrotz geht die Reise natürlich weiter. Eigentlich sollte es nach Dijon gehen. Mit diesen Fertigbauteilen da, glaube ich, vor mir. Genau. Muss ich mal gucken, was haben wir hier in Metz? Ist scheiße. Luxemburg ist auch scheiße. Dortmund, ja. Was haben wir denn hier noch? Rotterdam, nee. Ich werde hier nach Dijon fahren, so wie ich es geplant habe. Weil ich ja, dann irgendwann... Linker ausmachen. Entschuldigung. Weil ich ja denn Richtung Italien möchte. Ich glaube, Spanien gibt es gar nicht. Ich weiß es nicht. Der Megamani hatte sich ja Spanien gewünscht. Oder besser gesagt, er hat es vorgeschlagen. Aber ich glaube, Spanien gibt es gar nicht. Aber Italien ist nah dran. Zumindest ist es auch am Mittelmeer. Und da scheint ja auch die Sonne. Deshalb Italien. Also, wenn es kein Spanien gibt, fahren wir halt nach Italien. Essen mal eine Pizza. So, ich habe da auch gesehen, beim Balkon, der fährt wie eine Sau. Wirklich, der fährt wie eine Sau. Und ja, das werdet ihr bei mir nicht sehen, aber... ich habe das natürlich gesehen bei ihm und ja, das hat mir dann doch nochmal so einen anderen Kick gegeben, würde ich mal sagen, weil das ist schon eine andere Fahrweise, als ich die an den Tag lege, und ich möchte nicht wissen, wie der gute Mann in Wirklichkeit fährt. Auch ich habe auch meine Bremswirkung ein bisschen verstärkt. Das war eigentlich auch der, der Punkt, warum ich den Unfall gebaut habe. Weil ich hatte die ein bisschen zu stark eingestellt und habe gebremst und mir hat es wirklich den Arsch weggerissen, so mehr oder weniger. Und dann bin ich gegen so Pfeiler gefahren. Und ja, war dann nicht so gut bei 120. Aber ich habe, wieder gut los hier. Brauchst du gar nicht zu gucken in deinem scheiß Mini da. Komm ich gar nicht rum, ey. Ja, Hauptsache ihr könnt fahren, Alter. Gib Stoff jetzt! Oh Mann. Hänge ich da immer noch, oder was? Oh, krass. Krass, krass, krass. Ja, aber wie hätte ich da anders fahren sollen jetzt? Da war da gar kein Platz, ey. Wahnsinn. Geschlafen habe ich übrigens auch. Ich hoffe, der Sprit reicht noch. Aber ich... Also ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Kilometer das noch langt. Aber ich denke, das passt schon noch. War grad wie ein Ei, ey. Wirklich. So, dann sind wir gleich auf der Autobahn. Sollte das eigentlich funktionieren, damit ich hier keinen Unfall baue. Ja, der Welkon hat auch gesagt, er fährt da mit Warnblinkanlage über die Autobahn. Dann überholen sie einen nicht und dann muss man nicht ständig in den Rückspiegel achten. Und ja, weiß ich nicht. Mir, muss ich ganz ehrlich sagen, mir geht da ein bisschen, ja,
der Realismus halt flöten, wenn ich da mit Warnblinkanlage über die Autobahn bretter. Aber ich hab's ja auch schon mal gesagt gehabt, ich werde mir eine Rundumleuchte kaufen, sobald ich ein bisschen mehr Kohle hab. Werde ich es mal machen. Eigentlich hätte ich es jetzt auch schon machen können, aber ich werde es dann beim nächsten, ja, bei der nächsten Dings machen, beim nächsten Aufenthalt, wenn ich eine Werkstatt sehe, weil dafür braucht man immer eine Werkstatt. Und ja, sobald ich da demnächst eine sehe, mache ich das. Dann werde ich die Rundumleuchte anmachen und dann mal gucken, wie die anderen Autofahrer drauf reagieren. So, mit 120 ist ja natürlich jetzt hier nichts mehr, weil ich halt hinten ein Haus dran habe. Nichtsdestotrotz, immer noch sollte ich eigentlich schneller sein als diese verflixten 90, 95 km/h, wenn ich denn Zeit habe und ja, Rückenwind und so, um überhaupt auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Weil ihr seht es ja selber, so richtig Gas geben tut er hier nicht. Aber gut. Wie gesagt, tanken muss ich dann irgendwann demnächst auch mal wieder. Mache ich aber nicht jetzt, weil ich möchte. Das ist eigentlich eine relativ lange Fahrt dahin. Und ich kann es ja jetzt sagen. Ich lade eigentlich schon seit. Ja, seit gestern. Mehr oder weniger lade ich. Eigentlich. Ja, rund um die Uhr. Videos runter. Vom alten Kanal. Um die. Dann wieder hier hochzuladen. Also nicht alle. Ich habe mich da auch, als ich es noch nicht beantwortet habe. Also es weiß ja eigentlich, es wusste ja keiner bis zu diesem 500 Abonnenten Spezialvideo wusste es ja keiner, dass ich das mache. Außer meine Freundin und der Asus DK halt. Ansonsten keiner. Und ich weiß nicht, ob ich schon beantwortet habe, vielleicht. In der Zeit, bis diese Folge kommt. Uah! Wenn nicht, dann ich habe mich halt dafür entschieden, GTA natürlich komplett mit auf den neuen Kanal zu übernehmen, weil ja, das, warum lenkt denn der jetzt nicht mehr so richtig? Hier ist Geschwindigkeits Dings. Ja, ich werde GTA natürlich, weil ja, das Let's Play läuft noch. Und ich kann da nicht einfach bei Folge 45 weitermachen. Als wäre nichts und davor ist nichts. Und ich habe mich halt auch für Euro Truck natürlich entschieden. Und auch Dings. 60 Sekunden, was ich ja gerade spiele. Ein wirklich geiles. Ja, toll haben sie mich doch erwischt. Ein wirklich geiles Spiel. Kann ich gar nicht anders sagen. Bin aber bei 70, oder? 90. Ja, wirklich geiles Spiel. Die drei habe ich jetzt erstmal übernommen. Ich weiß nicht, wenn jetzt da noch Fragen kommen, ich habe bis zum 8. Juni Zeit, Videos rüber zu. Also, ich habe alles schon runtergeladen. Da gibt es so eine Möglichkeit, eine, ja, wie nennt man das? Ein Backup zu erstellen. Das habe ich gemacht. Das waren insgesamt, ja, 1200 Gigabyte, 1,2 Terabyte. Ein ganz schöner Batzen. Und ich habe halt bis zum 8. Juni Zeit, da noch Sachen weiterhin runterzuladen. Das dauert jetzt natürlich dann auch alles mit dem Hochladen und Pipapo, aber ja, wie gesagt, wenn da noch ein Let's Play gewünscht wird oder einzelne Folgen, ich weiß, ihr habt nicht wirklich Zeit gehabt, euch da eine Lieblingsfolge rauszusuchen, weil ich es dann wirklich ja, in der Nacht- und Nebel-Aktion gemacht habe. Das war mir aber auch wichtig, dass es so abläuft, wie es abgelaufen ist. Muss auch dazu sagen, jetzt mal hier, ich spiele das Spiel hier oder ich drehe hier für euch die Folge.
bevor ich überhaupt dieses 500 Abonnenten Spezial gemacht habe. Also das Video existiert noch gar nicht. Ja, wir haben es jetzt samstags Nachmittag um 4:30 abends oder nachmittags und ich drehe jetzt halt meine Videos für morgen und Euro Truck ist eins davon und das andere wird halt GTA sein, das werde ich dann gleich noch aufnehmen. Wollen die nochmal Geld haben hier? Werde ich dann gleich noch aufnehmen und danach, ich lade halt nebenbei auch runter. Ja. Kommt auch noch dazu. Was hat mich das jetzt gekostet? Ich habe jetzt gar nichts gesehen. Gar nichts, oder? Steht diese Mautdinger nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Muss ich auch nicht. Hauptsache, ich bin durch. Ja. Wie gesagt, ich habe dieses 500 Abonnenten Spezialvideo noch gar nicht gemacht. Das mache ich dann heute Abend. Und ja. Wie gesagt, ich mache das spontan, weil die Entscheidung neu anzufangen ist auch sehr spontan passiert. Also, ich habe das abends mir beim Einschlafen habe ich es mir gedacht und ja, war denn wirklich willens, das auch noch in der Nacht fast schon umzusetzen, also schon anzufangen. Aber meine Freundin musste halt schlafen. Deshalb habe ich das dann in der Nacht zu Freitag, oder es war schon freitags, glaube 0:30 war es, als ich Asus noch mal eine SMS geschrieben habe, bei WhatsApp halt, ob er denn noch wach ist. Und ja, wollte halt mit ihm das schon mal bereden, weil ich, ja, wenn ich was mache, dann will ich es meistens gleich machen, aber auch richtig. Also, auch wenn es jetzt alles nur wirklich, ja, 2, 3 Tage waren, wo ich diese ganze Idee umgesetzt habe, so war es dann aber doch sehr überlegt, ja. Und ich weiß, was ich mache. Alles Weitere werde ich euch wahrscheinlich im 500 Abonnenten Spezial erzählen. Deshalb, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht, das Video. Deshalb will ich jetzt gar nichts erzählen, was da drinne vorkommt und so, weil ich es halt einfach nicht weiß. Ich habe da nichts aufgeschrieben oder so. Ich habe ein paar Sachen im Kopf, die ich halt ansprechen möchte oder wo ich mich ja bedanken möchte. Ansonsten wird da keine große Sache sein, ja. Werdet euch halt wundern, dass der Kanal weg ist. weil ich werde den Kanal in der Nacht löschen. Kann ich ja sagen. Weil das werdet ihr eh mitbekommen. Bevor ihr das Video seht, werdet ihr ja das 500 Abonnenten Spezialvideo sehen. Und das 500 Abonnenten Spezialvideo wird ja auch das erste Video sein, was ich auf meinem ersten, auf meinem neuen Kanal hochlade oder veröffentlichen werde. Von daher wäre das schon da. Ich weiß ja nicht, wie er reagiert. Ich weiß es nicht. Ich bin da echt mal gespannt drauf, wie da die einzelnen Reaktionen sind. Wie gesagt, für mich ist es überhaupt keine große Sache. Freue mich tierisch, die 500 Abonnenten geschafft zu haben. Das sind eigentlich, ja, es sind eigentlich. Ich will da gar nicht, weiß ich nicht, wie soll ich sagen? Also ich habe schon gerechnet, damit gerechnet, dass ich 100 Abonnenten schaffe. Wirklich. Also da habe ich mir gar nicht, weiß ich nicht, wie soll ich sagen? Also das war jetzt nicht, oh, ey, 100 Abonnenten wäre schon klasse, weil ich einfach vom Battlefield von vornherein einen extrem starken Rückhalt hatte, wo ich mir gesagt habe, okay, 100 Abonnenten schaffst du schon. 100 Abonnenten ist auf jeden Fall machbar und das kriegst du auch hin. Und vorher hätte ich auch niemals im Leben aufgehört. Dass es dann nochmal 400 mehr geworden sind, da bedanke ich mich natürlich an alle, die meinen Kanal verfolgt haben. Ja, aber Zahlen sind halt nicht alles. Ja, der Spaß liegt bei mir an erster Stelle und hat's immer gemacht. Ja, immer. Und wird es auch immer machen, sein. Also, ich gehe da schon an die ganze Sache professionell ran.
aber auf eine spaßige Art und Weise. Also, wenn mir ein Video nicht gefällt oder wenn ich ein Spiel spiele, wie es in der Vergangenheit vorgekommen ist, Forgotten Ones zum Beispiel, wo ich das Spiel ist, klasse gemacht, ja. Ich habe mich tierisch erschreckt, aber ich mag das nicht, wenn das Spiel dann nicht im Fullscreen zu sehen ist, sondern in so einem kleinen Kästchen. Das mag ich nicht. Das mag ich mir nicht anschauen und das möchte ich halt auch keinen anderen anbieten, ja. Ich meine, wenn ich selbst keinen fauligen Apfel esse, wem soll ich dann einen fauligen Apfel versuchen zu verkaufen, ja? Oder schenken oder was auch immer. Wie gesagt, der Spaß sollte für jeden Einzelnen an oberster Stelle sein, stehen. Und klar, irgendwann ist es einem, wenn ein YouTuber an den Punkt kommt, wo es dann einfach Spaß und professionell sein muss, ja, weil einfach die Abonnenten, der tägliche Kontakt mit den Abonnenten, mit den Zuschauern zu viel wird. Drecksau, Alter. Was hat denn er jetzt da für ein Problem? Da bleibt er stehen, oder was? Ey, Wahnsinn, Mann, was hier für Krüppel unterwegs sind. Scheiß Frankreich, echt? Können die nicht fahren, Alter? Und wer baut denn hier so eine Zwergenstraße? Ganz ehrlich. Kann's da gar nicht sein, ey. Da passt da gerade mal mein Truck durch. Ja, und hinten schleift es das Haus an der Leitplanke. Aber es geht gar nicht anders. Wahnsinn, echt. Deshalb haben sie damals, ich weiß, denkt jetzt nichts Falsches von mir, aber wegen so einen Straßen haben sie damals den Krieg verloren. Hätte mein Uropa jetzt gesagt, ja? Oder mein Opa, wenn er noch leben würde. Wahnsinn, Alter. Was? Gerade frisch repariert, die ganze Kiste, ey. Weiß ein Franzose nicht, wo er hin soll. Bremst einfach mal. Ja. Mein Gott. Ist ja alles möglich. Soll er ja machen, aber nicht vor mir. Ja. €36 waren es jetzt. Im Prinzip, ja, so wie ich es mir damals schon gedacht habe, man fährt erst durch eine Schranke durch, aber, ja, oder habe ich jetzt für die nächsten. Ich check es nicht. Weil ich hätte ja auch in eine andere Richtung fahren können, dann müssten sie ja extrem viele Mautstellen haben, also. Weiß nicht, vielleicht komme ich jetzt so gleich nochmal in eine. Aber ich werde mir Dijon-Senf mitnehmen, wenn ich schon da bin. Das mache ich dann aber in meiner Freizeit, wenn ich, ja, ins Hotel gehe, eine Runde penne und so. Dann werde ich mal gucken, werde mir original Dijon-Senf mitnehmen, weil ich mag den Senf. Der ist wirklich cool, gerade auf Sandwiches und so. Ich habe ja vielleicht schon mal gesagt, meine Freundin ist ja Amerikanerin. Deshalb esse ich relativ, ja, oft Sandwiches. Und ja, da knallen wir halt immer mal auch Dijon-Senf drauf. Jetzt fährt er los? Ich fass es nicht. Und du? Kommst du auch rausgeballert, Alter. Weg. Ja, aber rüber. So, jetzt haben wir hier wieder Geschwindigkeitsbegrenzung. 70 darf ich fahren. Dann hau ich doch gleich mal hier den Tempomat rein. Ja, hat der Transporter aber Muffensausen bekommen da hinten. Naja. Nee, ich freue mich wirklich, ich freue mich auf später, auf heute Abend. Ich hoffe, dass es alles so reibungslos läuft. Ja. Und ja, ich werde mich ja nicht verändern, nur weil ich einen anderen Namen habe. Und einen neuen Kanal. Und bei Null anfange, ja. Und deshalb werde ich genauso meine
Let's Plays durchziehen, wie ich es ja jetzt auch schon gemacht habe. Hey, da ist mal wieder ein Passant. Habe ich lange nicht gesehen. Und von daher, ja. Ich habe aber nochmal an der Videoqualität gearbeitet. Also ich renne da jetzt 2 Durchgängen. Um einfach nochmal alles ein bisschen schicker zu machen. Weiß nicht, ob das überhaupt jemanden auffällt. Ich weiß es und das reicht mir. Ja. Werde es jetzt auch nicht in jedem Video sagen, ey Leute, guckt auf die Quali und bla und hin und her. Ich sag's jetzt mal und vielleicht irgendwann nochmal. Jetzt hänge ich wieder irgendwo fest, Alter. Wahnsinn. So eine Dinger fallen die normal. So. Auch wieder klasse aus hier. Boah. Da stehen natürlich Paletten oder was ist es? Holz? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Ich mach das selber. So, Räder stehen gerade. Truck steht. Scheiße. Ich gehe mal in die Außenansicht. Ich gehe die ganze Sache mal von außen an. Muss ja erstmal den Arsch ein bisschen rumkriegen da. So, bleibende Schäden sehe ich jetzt. Oder, ja, äußerliche Schäden sind jetzt erstmal nicht zu erkennen. Am Truck selber, also. Auch am. So, warte mal. So, oder? Arsch noch ein bisschen weiter rum. Mann, ey. Aber das ist dann auch, da steigt dann der Schwierigkeitsgrad, ja. Auch mit diesem Einparken. Das ist eigentlich recht gut gemacht. Falsch. War nichts, ey. Das war nichts. Nicht so weit. Mann, ist das hier schon wieder eine Scheiße, ey. Ganz ehrlich sagen. Man hat hier kaum genug Platz, um das Ding mal einmal richtig geradeaus zu, auszufahren. Mein Fehler. Aber gut. Hab's ja schon mal gesagt, es ist teilweise kniffliger als Tetris. Oh Mann, ey. Aber jetzt stehe ich zumindest schon mal fast richtig.
müsste es da eigentlich passen hier. Ja. Zack. Gib mir gute Arbeit. Boah. Naja. Eine Fuhre noch. Da bin ich schon mal Level 10. Juhu. Ah, so richtig zufrieden bin ich jetzt gerade nicht damit. Sagt mein Zustand. Fahrerhaus hat ein bisschen was mitbekommen. Kostet mir auch schon wieder 1300 Euro, ey. Wahnsinn. Ach ja. Nee, aber dann sage ich ciao. Auftragsangebot. Ja, gucken wir uns nächste Mal an. Und ich sag ciao. Und wir sehen uns dann, ja, morgen wieder mit einem anderen Video. Was genau will ich nicht verraten. Auf jeden Fall werde ich ein paar alte Projekte wieder aufwärmen. Neu machen. Was ich jetzt nicht mit übernommen habe. Einfach, ja, weil ich es will. Zum Beispiel kann ich ja verraten. Mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Stranded Deep werde ich nochmal anfangen. Ich habe alles deinstalliert. Also es sollten dann auch endlich mal aggressive Haie vorhanden sein. Da werde ich mich nochmal ranmachen. Werde da vielleicht, was weiß ich, 10 Folgen machen oder so. Aber dann auch immer im Wechsel. Damit ich halt einfach, ja, Hauptvideo habe und nach wie vor ein Zweitvideo im Wechsel. Wo ihr selber jetzt nicht genau wisst, was ich mache. Da könnt ihr euch dann jedes Mal überraschen lassen. Könnt mir natürlich auch sagen, hey, wir wollen mehr, was weiß ich, 60 Sekunden sehen, wir wollen mehr Eurotrucks sehen, wir wollen mehr das oder das oder das. Dann komme ich euch natürlich entgegen, so wie ich es ja auch immer gemacht habe. Ja, einfach mich anschreiben und dann sehen wir, was wir da machen, wa? Gut, ich sag's, ciao, macht's gut, macht's besser. Ciao, euer Cashew.